Artikelnummer SCP-319. Objektklasse Keter. Sonderverwahrungsverfahren. SCP-319 ist vor Ort in Standort 319 in einer hermetisch abgeschlossenen Vakuumkammer mit einem Durchmesser von 20 Metern zu verwahren. Die Kammer muss isoliert sein und die Oberflächentemperatur muss so geregelt werden, dass ein absolut gleichmäßiger Temperaturgradient entsteht. SCP-319 muss auf einer Plattform mit einem aktiven Massendämpfungssystem ruhen und die relative Position der Fassung von jedem Exemplar von SCP-319-1 und der Durchmesser und die Position von SCP-319-2 sind kontinuierlich durch Hochpräzisionslaser zu überwachen. Jede Abweichung der Position eines Exemplars von SCP-319-1 um mehr als 0,01% in irgendeine Richtung oder jede Änderung der Größe oder Position von SCP-319-2 um mehr als 0,001% gilt als potenzielles Götterdämmerungsszenario und es besteht die Gefahr eines ZK-0-Ereignisses. Die Foundation-weite Aktivierung des Omega-319-Protokolls ist als Reaktion auf ein solches Ereignis vorgeschrieben, solange bis die Positionen von SCP-319-1 wieder optimal sind und SCP-319-2 das Wachstum und die Bewegung eingestellt hat. Jede wissenschaftliche Untersuchung von SCP-319, SCP-319-1 und SCP-319-2 ist nur mit ausdrücklicher O5-Zustimmung erlaubt. Beschreibung: Bei SCP-319 handelt es sich um eine um 1894 konstruierte mechanische Vorrichtung, die hauptsächlich aus 12 ineinandergreifenden Ringen besteht, die in einer Kugelform mit einem Durchmesser von 8 Metern montiert sind, sodass ein von Elektromotoren angetriebenes Uhrwerk jeden Ring einzeln um jede Achse drehen kann. Das Ziel dieser Bauweise scheint, in der exakten Platzierung der 12 Exemplare von SCP-319-1 im Bezug zueinander zu liegen. Die Vorrichtung verharrt seit ihrer Bergung in ihrer gegenwärtigen Anordnung und jede Bewegung der SCP-319-1 Exemplare rührte fast ausschließlich von tektonischen Störungen und der thermischen Ausdehnung und Kontraktion des Baumaterials von SCP-319 her. Präzise Messungen haben mikroskopische Positionsabweichungen aufgrund des gravitativen Gezeiteneffekts gezeigt. Diese bewegten sich bisher aber immer innerhalb der akzeptablen Grenzen. SCP-319-1 bezeichnet 12 anormale Mineralienproben, welche in SCP-319 montiert sind. Jedes SCP-319-1 Exemplar ist nahezu vollständig in einem Gehäuse aus Messing, Kupfer und Glas eingeschlossen, wobei eine 12 mm weite Öffnung auf das Zentrum von SCP-319-2 zeigt. Jedes SCP-319-1 Gehäuse ist mit Starkstromkabeln an denselben geschlossenen Stromkreis angeschlossen. Messungen ergaben einen konstanten Stromfluss mit einer Stromstärke von 50 Ampere in diesem Stromkreis, obwohl kein externer Anschluss existiert. SCP-319-2 bezeichnet eine Vakuumblase mit einem Durchmesser von 2,561 Metern, die im Innern von SCP-319 fixiert ist. SCP-319-2 scheint sich in einem niedrigeren Energiezustand zu befinden als das umgebende Universum. Durch die Veränderung der physikalischen Konstanten innerhalb dieser Blase wird jede Materie und Energie, die in das Gebiet eintritt, annihiliert, da ihre Quantenstrukturen inkompatibel sind. Laut aktuellen Theorien sollte die Existenz von SCP-319-2 ein Vakuum-Metastabilitätsereignis katalysieren, was zur Ausdehnung der Grenze von SCP-319-2 mit Lichtgeschwindigkeit führen und den Vakuumzustand des umgebenden Universums in seinen niedrigen Energiezustand bringen sollte. Dies würde ein ZK-0-Realitätsversagensszenario darstellen. Das Universum würde zwar weiter existieren, aber Leben, wie wir es kennen, wäre nicht mehr möglich. Nicht einmal Chemie, wie wir sie kennen, wäre noch möglich. Die Ausdehnung von SCP-319-2 scheint durch die präzise Positionierung von SCP-319-1 um es herum in Schach gehalten zu werden. Diese Vermutung wird durch die Tatsache unterstützt, dass jede aufgezeichnete Bewegung von SCP-319-1 es SCP-319-2 ermöglicht hatte, sich in unterschiedlichen Maßen auszudehnen. In den letzten 50 Jahren haben Vibration und Wärmeausdehnung SCP-319-1 so weit bewegt, dass sich SCP-319-2 um 0, Meter im Durchmesser vergrößern konnte. Was bedeutet, dass bei seiner derzeitigen Expansionsrate die Eindämmung in Jahren versagen wird, da zu diesem Zeitpunkt die Außengrenze von SCP-319-2 in Berührung mit dem innersten Ring von SCP-319 kommen wird. Anhang: Ausgewählte Auszüge aus dem Tagebuch von Sir Bandon Lawhead Smythe, welches zusammen mit SCP-319 geborgen wurde. 12. August 1893. Ich wurde heute angenehm überrascht, als die Nachricht von einer Lieferung aus England kam. Es scheint, dass mein Rivale so nobel war, sein Wort zu halten und
den Bedingungen unserer Wette entsprach. Lord hat an jedem Tag vor 6 Monaten im Entdeckerclub wohl nicht nur geprahlt. Nun ja, ich sollte mich nun an die Verwirklichung meiner eigenen Behauptung machen, ehe man mich einen Lügner schimpft. 15. August 1893. Die Exemplare sind exquisit, sofern man so ein Wort für solch beunruhigende Schnitzereien benutzen kann. 10 Stück, die genau zu den Beinen passen, welche ich bereits erworben hatte. Falls Lord auch nur halb so viele Beschwerlichkeiten hatte, diese zu erwerben, wie ich die meinen, schulde ich dem Mann eine Entschuldigung. Auch wenn das noch nach meiner Expedition verschoben werden muss. 8. September 1893. Es hat funktioniert. Das langwierige Studium dieser abscheulichen Kulte hat tatsächlich süße Früchte getragen. Ganz wie ich vermutet hatte, handelt es sich bei diesen Steinen nicht einfach nur um primitive Fetischobjekte, die von Wilden angebetet wurden. Durch die Geschichten über ihre sternengeborenen Ursprünge und die exotische Natur des Materials erkannte ich, dass sie viel mehr als das waren. Etwas in mir findet es fast blasphemisch, dass eine alte Hand es für angebracht hielt, ein so einzigartiges Material zu beschmutzen, indem sie es in solch unsaubere Geometrien schlug. 12. November 1893. Die Lösung war die ganze Zeit in Reichweite. Die Steine zeigen, wenn sie beleuchtet werden, ein negatives Potenzial und wenn sie im Schatten liegen, ein positives. Ein einfaches Kupfergehäuse, das an einem Ende mit einem Quecksilberrohr bestückt ist, kann einen Strom im Stein induzieren. Mehr als genug, um sich selbst und den umgebenden Mechanismus mit Strom zu versorgen. 10. Januar 1894. Die Arbeiter haben alle die Grotte verlassen. Die Maschine ist komplett. Ich werde die Steine heute einsetzen. Bald werde ich dorthin gehen, von wo die anderen im Deckerclub ja sogar Lord nicht einmal zu träumen wagen. 30. Januar 1894. Heute habe ich eine Tür in das, was jenseits unseres Universums liegt, geöffnet. Mein Studium von einem Dutzend perverser Kulte erlaubt es, mir die genaue Positionierung der Steine zu erahnen. Wilde haben diese jenseitigen Relikte in ein schwaches Abbild ihrer Götter geschlagen, während ich, Sir Bandon Lord Smythe, über die Schwelle gehen werde, um sie zu begrüßen. Sobald ich mit diesem Eintrag fertig bin, ziehe ich meinen Schutzanzug an und gehe durch die Schleusen in das duftlose Innere des Tresors, wo mich die schwarze Tür erwartet. Wenn ich das nächste Mal in dieses Tagebuch schreibe, werde ich weiter gereist sein als jeder andere Mensch auf dieser Erde. Einschließlich des guten Lord. Das Tagebuch endet hier.